Hey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ari. Und zusammen sind wir Legendary Films. Wir kommen zu einer neuen Folge von Film Geek. Film, fuck den Film, fuck den Film. Fuck den Film, fuck den Film. Fuck den Film, fuck den Film, fuck den. In dem SpongeBob Schwammkopffilm gibt es einen Charakter, der Mandy heißt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber dieser Charakter wird in der englischen Originalfassung von niemand anderem als Scarlett Johansson gesprochen. Sie sieht halt nicht so aus wie Scarlett Johansson, sondern halt ein bisschen anders. Aber das ist nicht die einzige Schauspielerin, die einen weiblichen Cartoon-Charakter spricht, die halt anders aussieht, wie zum Beispiel Meg Griffin aus der Serie Family Guy wird von niemand anderem gesprochen als von Mila Kunis. Ich glaube, weil in ihren Filmen, die werden immer so angehimmelt, dass sie so gut aussehen und so. Und dann ist so, komm, wir müssen ihnen auch mal ein paar Rollen geben, wo die wissen, damit die wissen. Weißt oder du, so, hey, komm schon, Meg will sonst... Wie nennt deine Erinnert ihr euch noch an Zurück in die Zukunft? Ziemlich cooler Film, wo sie zurück in die Zukunft reisen. Oho. Ja, da ist auf jeden Fall dieser verrückte Professor, ziemlich verrückt, der so ein Auto namens DeLorean hat und damit hat es einfach geschafft, durch die Zeit zu reisen. Aber wisst ihr, was die Zeitmaschine ursprünglich sein sollte? Ein Kühlschrank. Komm schon, wirklich ein Kühlschrank? Erstmal ist da überhaupt gar kein Platz. Okay, da ist so Milch, Käse, so Milchprodukte und Fleisch. Das ist echt eine Menge Milchprodukte. Und das ist kalt. Ich will mich da nicht reinsetzen, sondern es ist mir kalt. Der Disney-Film 101 Dalmatiner basiert ja auf einer Buchvorlage. Und diese Buchvorlage hat auch einen zweiten Teil. Da passieren aber komische Sachen, die nicht so ganz zu dem Film passen. Wie zum Beispiel, dass die Hunde fliegen können und die treffen einen Alien-Hund. What the? Ich weiß nicht. Alien-Hund einfach. Ja, also... Nicht Alien, sondern Alien-Hund. Naja, wenn es normale Aliens gibt, gibt es auch Alien-Hunde. Woher weißt du, dass das ein Alien-Hund ist? Weil die auf vier Pfoten laufen. Vielleicht haben Aliens gar keine Pfoten. Vielleicht hast du keine Pfoten. Hände! Bruce Willis ist ein krasser Schauspieler. Aber bevor er Schauspieler war, war auch irgendwas anderes. Logischerweise. Oh, Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen. Vor seiner Zeit als Schauspieler war er nämlich Privatdetektiv. Es muss doch richtig kacke für ihn gewesen sein. Wer glaubt ihn denn, dass er einfach früher Privatdetektiv war? Bruce, ich glaube, du hast ein bisschen zu viel deine eigenen Filme gesehen. Du bist kein Privatdetektiv. Aber nein, ich bin wirklich... Du bist kein Privatdetektiv. Jay guckt gerade richtig. So, das war ein scheiß Witz. Und unser nächster Fakt ist zu dem Film Harry Potter. Ich werde jetzt was spoilen. Also jeder Mensch und deren Mütter haben Harry Potter geguckt, von daher ist es jetzt kein Spoiler. Und zwar ist es ja so, dass sich am Ende rausstellt, dass Severus Snape die ganze Zeit über Harrys Mom geliebt hat und man war komplett traurig im Kino und es lief vielleicht auch eine männliche Träne. Krass ist aber, dass Alan Rickman, also der Schauspieler, der Severus Snape gespielt hat, von J.K. Rowling höchstpersönlich gesagt bekommen hat, was für Geheimnisse sich hinter Snapes Vergangenheit verbergen und das, bevor die Harry Potter Bücher überhaupt fertig geschrieben waren und die Filme halt sowieso auch schon gar nicht. Das war nämlich wichtig, damit er nicht irgendwie Snape falsch spielt und man das dann nicht so zurücknehmen könnte. Nicht, dass er irgendwie so Harry im Gang irgendwie tritt, sondern er muss es halt so spielen, dass es klar geht. Finde ich cool. Finde ich cool, dass er sich so das im Voraus schon gedacht hat. Ich überlege ja nicht mal, was ich morgen frühstücken werde. Geschweige denn, dass du Harrys Mom liebst. Wie bitte? Was? Erinnert ihr euch noch an die Erfolgsserie Baywatch? Ja, 1989 war die Serie überhaupt nicht so ein Erfolg, sondern ein Riesenflop. So sehr, dass sie sogar nach der ersten Staffel eingestellt wurde. Aber da gab es ja noch diesen coolen Typ, David Hasselhoff, der so sehr an die Serie glaubte, dass er das weiter aus seinem eigenen Geld finanzierte und die Serie sogar zum Weltruhm brachte. Seine Produktionsfirma dafür gründete er aus dem Geld von seinen Plattenverkäufen. Okay, was jetzt krass ist, seine Musik wollte größtenteils keiner auf der Welt hören. Bis auf die Deutschen. Ja, was viele nicht wissen, David Hasselhoff war nur in Deutschland sehr erfolgreich. Nirgendwo anders. Also kann man vielleicht sogar sagen, dass die Deutschen zu Baywatch Erfolg beigetragen haben, indem sie halt seine Musik gehört haben, die kein anderer hören wollte und dann hat er das damit finanziert und so, hey, und Weltraumserie! Und nun ein weiterer Filmfakt zu dem Film The Shining. Zur Zeit der Veröffentlichung des Filmes gestattete die Motion Picture Association of America es nicht, in Trailern Blut zu zeigen. Das war für den Film The Shining nicht so ganz vom Vorteil, denn in dem Trailer sollte vor allem diese Szene eine wichtige Rolle spielen und da kommt eine Menge Blut. Da kommt eine Menge Blut raus. Der Regisseur Kubrick hat sich gedacht, wie schaffe ich das am besten, das trotzdem zu zeigen? Und dann hat er einfach die Motion Picture Association of America dezent verarscht, indem er denen gesagt hat, das wäre rostiges Wasser. Die haben sich anscheinend den Film nicht angeguckt. Also vorher. Ist das hier etwa Blut? Blut! Das ist doch viel zu viel für Blut. Das ist doch viel zu viel. Das ist Wasser... Rostiges. Ja, meine Grammatik lässt zu wünschen übrig, aber es ist kein Blut. So, kommen
wir auch noch zum letzten Fakt. Und zwar hat Arnold Schwarzenegger für den zweiten Teil von Terminator insgesamt 15 Millionen Dollar Gage bekommen. Ist jetzt erstmal noch nicht so ungewöhnlich, weil es auch ein sehr krasser Film war. Aber wenn man mal bedenkt, wie viele Wörter der Terminator sagt, und zwar, wie wir wissen, nicht sehr viele, weil das nicht so gesprächsfreudig, dann hat er umgerechnet pro Wort ca. 21.000 Dollar bekommen. Komm schon, könnt ihr mir nicht pro Wort hier so, ich rede gerne viel, also ich kann auch mehr reden und ich kann auch mehr Geld nehmen, so. Ich kann auch den Terminator terminieren und imitieren. Schön, dass ihr zur heutigen Folge Film Geek. Es gibt ja so ein paar Serienjunkies unter euch. Habt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen für euch? Für uns? Entschuldige. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge, weil wir würden ganz gerne mit einer neuen Serie anfangen? Vielleicht kennt ihr ja was. Schreibt es mal ins Kommentar her. Ansonsten vergesst auf jeden Fall auch nicht, unseren Channel zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Links und rechts von uns findet ihr Instagram, Twitter. Instagram und Twitter. So, nun haben wir für euch noch die Filmfehler der letzten Filmfehlerfolge. Ein weiteres Mal hatten wir das Licht an- und ausgeschaltet. Viele dachten, die Poster sind falsch rum, aber das ganze Bild war spiegelverkehrt. Dann hatten wir auch noch die 1 komplett gespiegelt. Und zum Schluss haben wir auch unsere Hemden vertauscht. Oh, das würde ich sagen. How to reason. Peason.